Eine Million Euro Umsatz als IT-Dienstleister, Berater, Softwareentwickler, wenn du quasi noch auf dem Freelancer-Modus bist, ja, also wenn du quasi ein guter Freelancer bist, machst deine 10, 12.000 Euro Umsatz, also verdienst netto oder brutto, je nachdem, im Monat, je nachdem, wo du lebst und so weiter, und möchtest aber jetzt wirklich auf 1 Million Euro Jahresumsatz skalieren. Ist gar nicht so schwer. Man braucht nur die richtigen Partner und die richtigen Stellschrauben und muss eines verstanden haben, dass in der Expertise der große, große Hebel liegt. Warum? Weil wenn du viele Low-Soft-Skills verkaufst, ja, du dann wieder ein Management-Problem ganz schnell an der Backe hast, weil du dann über die Masse nur skalieren kannst. Und dann hast du wieder zusätzliche Kosten und so weiter und Risiken im gesamten Managementprozess. Also, der Weg, der, wenn du jetzt Freelancer bist, an 1 Million Euro Umsatz, der schnellste Weg dahin ist, mit erstens mal den richtigen Partner finden, der dich im Vertrieb und Marketing an die Hand nimmt, und zweitens Expertise, also Leute verkaufen, die einen sehr starken Expertengrad haben in irgendeiner bestimmten Disziplin. Der darf nicht zu eng sein, sonst wird es wieder mit der Auslastung ein Problem. Ja, also wenn du jetzt irgendwie ganz super Exoten hast, die Cobol können oder irgendwas, irgendeine Programmiersprache, Ruby on Rails, irgendwie aus den 90ern, wird es manchmal mit der Auslastung ein bisschen ein Problem. Kommen wir gleich in der Gesamtrechnung dazu, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Auslastung immer mindestens 80% absolut Minimum ist. Also maximal nur maximal, absolutes Maximum, 20% aufs ganze Jahr gesehen der Zeit dürfen deine Leute nichts zu tun haben, dann funktioniert das Ganze. Hängt natürlich auch mal ein bisschen vom Einzelfall ab, wo du die Leute einkaufst, kommen wir gleich noch dazu. Aber generell, ganz, ganz wichtig ist der erste wichtige Punkt zu verstehen, im Experten, desto höher der Expertengrad, auch von den Leuten, nicht nur von dir selber, sondern von den Leuten, über die du dann skalierst, also die du dann sozusagen weiterverkaufst als IT-angehende IT-Bode, Softwareagentur, IT-Dienstleister, desto höher der Expertengrad der Leute, die du verkaufst, desto einfacher wird sozusagen die erste Million Umsatz im Jahr für dich. Also es ist teilweise sogar super einfach, dass es manche meiner Kunden gar nicht richtig glauben können. Ja, das heißt, unterm Strich gesagt, es genügt schon ein Auftrag, also ein richtiger Auftrag, ein richtiger Kunde, ja, und dann hast du das schon geknackt. So schnell kann das gehen. Also hier mal die gesamte Kalkulation. Wir machen das Ganze mal im Reverse Engineering Ansatz. Wir gehen jetzt mal standardmäßig davon aus, dass wir jetzt, es geht jetzt nicht mal überhaupt nicht darum, wie gesagt, keine Exoten, aber auch keine Allrounder Skills, ja, wollen wir verkaufen. Das heißt also, nicht zu spezifisch, weil dann haben wir vielleicht ein Problem mit der Auslastung, aber auch keine, ja, ich kann alles und nix, die brauchen wir auch nicht, ja. Also ich kann irgendwie 15 verschiedene Programmiersprachen, aber keine wirklich so richtig, ne. Können wir auch nicht verkaufen am Markt. Kriegen wir auch nicht unter. Also, wir haben jetzt hier, sagen wir mal, genau genommen nur 4, maximal 4 Experten, die ungefähr einen Tagessatz haben im Markt von 1250 Euro, ja, zusätzlich Mehrwertsteuer. Und davon gehen wir jetzt mal aus. Warum? Weil bis zu 4 Leuten kannst du noch als Freelancer sehr, sehr gut selber managen. Du brauchst jetzt hier keinen zusätzlichen einstellen, der dir irgendwas für dich das dann irgendwie noch managt. Ja, also, weil das ist wieder mehr Komplexität, mehr Kosten und so weiter und so weiter. Und dann wird es wieder schwieriger insgesamt. Deswegen ist es besser, du startest mit Experten. Du hast ein kleines Team von den 4 Experten, als wie wenn du sagst, ja, ich mache irgendwie ein Team von 8 Leuten, ja, die verkaufe ich günstiger, aber dann über die Masse wird's wieder schwieriger. Also, erster Punkt, ganz, ganz wichtig, ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal, Experten. Das heißt, du hast irgendwie eine ganz spezielle Expertise, du hast einen Frontend Angular Entwickler, der wirklich sein Handwerk beherrscht. Bedeutet im Klartext, die Leute, die du einstellst, also im Resourcing, im Recruiting, müssen mindestens 5-6 Jahre Erfahrung haben, dem, was sie machen, und mehr. Okay, dann sind es Expertenlevel. So machen wir das zumindest im Ressourcenmanagement. Also, dann hast du jetzt hier ungefähr 4 Leute, die verdienen 1250 Euro am Tag, PT-Tagessatz. Wenn wir das jetzt hochrechnen, sind wir bei über 1 Million Euro, wenn die ständig arbeiten würden, was sie ja nicht tun meistens. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt machen wir das Ganze reverse. Jetzt haben wir,
Okay, zuerst, das allererste, was wir machen, wir nehmen hier ein Verhältnis von 0 zu 6. Das heißt, wir sagen, wir haben hier grundsätzlich mal 40%, die wir vom Umsatz abziehen. Mit diesen 40% können wir dann Vertrieb, Marketing und sämtliche andere Betriebskosten abdecken. Okay? Also, wir ziehen uns hier mal sozusagen, wir bezahlen es als Unternehmer erstmal selbst mit 40%, dann, wenn du ein Geschäftsführergehalt hast oder was auch immer. Und du solltest grundsätzlich, wenn du jetzt mal 1 Million Euro Umsatz anstrebst, immer sofort mindestens 20% davon, also das sind jetzt, wir nehmen jetzt hier 40%, 20% von diesen 40% sind für Overhead-Kosten etc. und 20% von diesen 40% für Marketing und Vertrieb. Alles, was weniger ist wie 10, 20 Millionen Euro Umsatz, also achtstellige Umsatzbeträge im Jahr, musst du mindestens diesen Anteil von 20% wieder im Vertrieb Marketing reinstecken. Ansonsten kommst du nie über diese über gewisse kritische Hürden. Führt aber zu weit, habe ich schon Videos drüber gemacht. Warum und weshalb? Also dann sind wir bei 750. Bleiben noch 750 Euro Tagessatz. Dann nehmen wir das mal 19,5. Du hast insgesamt Durchschnitt auf Durchschnitt gerechnet im Jahr 19,5 Arbeitstage in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Das kann sehr stark variieren, je nach Bundesland, aber auch, wo die deine Leute sitzen. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja, wenn sie irgendwo im Ausland sitzen, wo wesentlich weniger Feiertage sind, ja, Frankreich würde ich dir nicht empfehlen, da sind noch mehr Feiertage wie in Bayern. Ne? Also lieber vielleicht in irgendeinem Land, wo nicht so viele Feiertage sind, wie vielleicht zum Beispiel Ungarn oder Tschechien oder Polen oder Rumänien oder sonst wo, ja, wo Leute tatsächlich noch viel arbeiten. Nochmal 19,5, so ein Durchschnittswert. Dann sind wir hier bei 14.625. 14.625 im Monat, ja, bleiben dann noch übrig, sind 60%. Dann sagen wir, okay, hier ziehen wir uns nochmal 20% ab, nehmen das Ganze nochmal mal 0,8 und das ist der sogenannte Margin Puffer. Okay? Wenn wir nie genau sicher sein können, okay, ist die Rechnung auch präzise und so weiter, das sind alles viele Faktoren, die wir vorher gar nicht vorhersehen können, deswegen bauen wir dort Margin-Puffers ein, damit wir auf jeden Fall nicht die in die Wand fahren. Ja, wenn wir immer am Ende noch ein bisschen was übrig haben, also eher ein bisschen was übrig, als wie weniger übrig. Ja, nicht, dass wir irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen und sowas, wenn das Ganze läuft und wir sind gerade kein Cashflow knapp und so weiter. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Diesen Margin-Puffer nochmal 20% davon, ja, also nicht von dem Ganzen, sondern nur noch von den 0,6 nochmal 20%, ja, dann sind wir beim gewissen Wert, den habe ich jetzt hier gar nicht ausgerechnet, ich glaube, das ist dann 11.000 irgendwas, okay, und von diesem, ja, Wert nehmen wir nochmal 0,8 wegen der Auslastung, weil wir sagen, okay, 20% habe ich von eingangs gerade erklärt, ja, mehr auf gar keinen Fall wollen wir feste Leute bei uns, ja, die weniger, die sagen wir mal jetzt 20%, das sind jetzt halt bei 5 Tagen, wäre das ein Tag, also dass sie quasi einen Tag pro Woche nichts zu tun haben, das wollen wir nicht, ja. Also das geht gerade noch, ja, am Freitag zum Beispiel oder so, aber wenn es darüber hinausgeht, haben wir ein echtes Problem, dann machen wir irgendwas falsch, dann müssen wir uns andere Sachen anschauen, nicht jetzt der Teil dieses Videos, aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass das gesundes Verhältnis ist, der Auslastung ist 0,8. Es geht dann auch darum, welche Leute du verkaufen willst, welchen Skillsets, wie sieht der so genau der Marketingvertrieb aus, ist das ein guter Match, ist meine Pipeline immer voll und so weiter und so weiter. Deswegen grundsätzlich, wenn du die richtigen Kompetenzen resourced, ja, die du am Markt platzieren möchtest und das kombinierst mit einem sehr guten Marketing und eben, wie gesagt, mindestens 20% mal wieder reinvestierst in Marketingvertrieb, hast du auch genügend immer in der Pipeline, sodass du die Auslastung garantieren kannst, ja. Marketingvertrieb mit Auslastungsgrad 0,8, ja, geht Hand in Hand und gleichzeitig mit dem Portfolio, also mit den Kapazitäten, mit der Positionierung, die du dir ausgesucht hast, ne? Machst du jetzt Java oder machst du ABAP-Entwicklung und so weiter. Davon also nochmal 0,8 ist auch nochmal so eine Art Risikobuffer nochmal mit dabei, ne? Also wenn du, idealerweise hast du deine Leute ja ausgelastet, wesentlich mehr wie 80%, dann ist dann nochmal ein Puffer mit dabei. Und dann sind wir bei 9.360 pro Experte im Monat, die du zur Verfügung hast, die du denen quasi auszahlen kannst. Also knapp 10.000 Euro im Monat hast du zur Verfügung, um einen angestellten Senior-Entwickler zu bezahlen. Ja, das ist letztendlich ein Bruttowert. Ja, du musst dann irgendwie Sozialversicherung, dies und das und jenes, aber trotzdem
am Ende des Tages hat wahrscheinlich, du müsstest jetzt da vielleicht nochmal 20% abziehen oder sowas in der Richtung, ja, 20-30%, sowas, je nachdem, mit den ganzen Bestimmungen, Sozialversicherungen und das und dies und jenes. Aber Soli und was weiß ich alles noch, ja, kannst du ins Lohnbüro, gibt es so Lohnrechner, kannst du mal durchrechnen. Hängt auch wieder sehr stark davon ab, wo die Leute sitzen und so weiter. Und da komme ich, sage ich doch gleich noch was ganz, ganz Wichtiges dazu. Aber du hast letztendlich hier mehr oder weniger 10.000 Euro zur Verfügung, die du an jeweils deinen angestellten Experten, Softwareentwickler auszahlen kannst. Das ist eine ganze Menge, ja. Selbst Leute, die wir haben, teilweise, die wir Experten, gute Softwareentwickler, Seniorentwickler mit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren Erfahrung, ja, die kosten uns nochmal summa summarum ungefähr um die 8.000 Euro, obwohl sie in den wirklich teuersten Ländern von Europa teilweise sitzen, wie zum Beispiel Bayern, ja, wo die Gehälter sehr hoch sind, teilweise Österreich, Schweiz und so weiter, Baden-Württemberg, ja. Also hier auch nochmal sehr gut gerechnet, nochmal quasi nochmal 20% nochmal ein Puffer drin, mehr oder weniger da auch nochmal, ja. Und jetzt kommt zwei Sachen. Das eine ist, wir verkaufen Experten. Ich wiederhole mich zum fünften Mal, aber es ist so wichtig. Weil dadurch generieren wir diese ganze Kalkulation, haben diese ganzen Puffer und diese ganzen Margen da drin. Wenn wir jetzt quasi mehr low-skilled people verkaufen, ja, dann hätten wir hier vielleicht keinen Tagessatz von 1250, dann hätten wir nur einen Tagessatz von 850 oder 870 oder sowas, ja. Wesentlich weniger. Das heißt, hier wären wir schon beim Faktor 0,6, also das würde schon alles mal wegfallen. Wir haben schon gar kein Geld mehr für Marketingvertrieb. Geht schon mal los, ja. Dann, um letztendlich wieder auf den gleichen Umsatzlevel zu kommen, bei unser Ausgangsziel bei 1 Million Euro Umsatz im Jahr, müssten wir nicht 4 Leute verkaufen, sondern vielleicht 6 Leute, 7 Leute. Die kannst du jetzt als Freelancer schon gar nicht mehr alleine irgendwie richtig managen und kontrollieren und so weiter und so weiter. Zudem sind die auch noch weniger Seniorität. Das heißt, zudem, dass du sie für weniger Geld verkaufen kannst, haben sie auch noch höheres Bedürfnis an Controlling, an Führung und so weiter. Du als Seniorentwickler, Experte, IT-Softwareentwickler, Experte, Freelancer, musst also hier idealerweise vielleicht auch nochmal so einen Teamleiter oder einen Seniorentwickler dann beauftragen, einen Junior dann zu managen. Das heißt, es wird sehr schnell komplex, es wird sehr schnell kostenintensiver, die Margen schrumpfen und die ganze Kalkulation zerhaut dir vielleicht ganz, relativ schnell, beziehungsweise du kommst in ganz andere Margen, du hast eine ganz andere Kalkulation, wo du sagst, okay, da bleibt mir eigentlich gar nicht so viel übrig, und dann hast du diese ganzen Stolpersteine along the way und wunderst dich, dass am Ende kaum was übrig bleibt, oder du hast vielleicht sogar Cashflow-Engpässe, wenn mal der Kunde das später bezahlt und so weiter. All diese 4, 5 Puffer, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind dann nicht mehr damit einkalkuliert, ja. Deswegen ganz, ganz wichtig, starte immer dein erstes Team immer mit reinen Experten, die, sagen wir mal, autark auch teilweise arbeiten können, wirklich wissen, was sie tun und so weiter. Ja, lieber mit weniger, aber dafür sehr, sehr hochwertigen Leuten. Und die können dann teilweise sogar in Deutschland und so weiter sitzen. Und jetzt kommt noch der zweite Punkt. Wenn du jetzt es wirklich schaffst, aus welchen Gründen auch immer oder welche Connections du hast oder was auch immer, diese Leute, und das ist der absolute super Game Changer in dem Moment, diese Leute aus dem Ausland, also Nearshoring oder Offshoring zu betreiben, aus dem Ausland zu sourcen, ja, Sprachbarrieren zu umgehen oder zu managen, ja, oder vielleicht können sie ja sogar Deutsch, ja, sodass du letztendlich der Skill-Level unverändert ist, aber der Einkaufspreis sich nochmal um 20-30% verringert, dann hast du hier natürlich einen Wahnsinns-Booster drinnen, ja, weil du dann nämlich diese 20-30%, die dann hier gleiche Kalkulation, alles ist, bleibt das Gleiche, nur der Einkaufspreis, ja, verringert sich nochmal um 20-30%, die kannst du dann nochmal in Marketing und Sales reingeben und kannst sozusagen hier einen absoluten Raketenstart hinlegen, ja. Du kannst theoretisch das Ganze mit einem Auftrag einen Umsatz von 1 Million Euro machen im Jahr, wenn du einen guten Kunden hast. Also brauchst du natürlich den richtigen Kunden auch, ja. Also du kannst jetzt hier nicht einfach irgendwie so eine kleine Handwerksschmiede um die Ecke oder sowas, da kannst du es nicht machen, sondern du brauchst Enterprise-Kunden, ja, deswegen sind ja wir auch spezialisiert in der Neukundengewinnung im Enterprise-Segment, ja, schon seit Jahrzehnten, ja, also auf jeden Fall mal bei uns vorbeischauen, ja, und aber wenn du jetzt sozusagen noch hier das Ganze Nearshore-Offshore oder kombinieren zumindest, oder es gibt Mittel und Wege, was natürlich dann im Marketing, in der Kommunikation und so weiter auch sehr, sehr wichtig ist, dass man das richtig vermarktet, aber dann Near-Offshoring hast und dann nochmal 20% zusätzlich, dann hast du ja teilweise mit einem Auftrag sozusagen aufs Jahr gesehen, ja,
ein zusätzliches Marketingbudget von nochmal 100.000 Euro. Ja, also du kannst letztendlich da mit einem einzigen Auftrag hier sofort wieder nachlegen. Du kannst hier letztendlich dir gleich den nächsten Auftrag holen. Und du kannst, und das ist wirklich realistisch, innerhalb von einem Jahr, ja, von quasi als Freelancer, der irgendwie seine 10.000, 12.000, 15.000 Euro im Monat verdient, Expertenlevel schon ist, kannst du innerhalb von einem Jahr dir vielleicht noch so ein Team aufbauen, noch mit 4 Leuten. Ja, aufgrund der ganzen Puffer und Kalkulation und so weiter, dann bleibt auch genug übrig für einen Teamleiter. Und du könntest theoretisch innerhalb von einem Jahr von 0 Mitarbeitern auf 20, 25 Mitarbeiter ganz easy peasy skalieren, ja, und 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz machen, wobei dir locker, ja, 3, 4, 500k, vielleicht eine halbe Million sogar, ja, übrig bleibt, um damit wieder Marketing, Vertrieb zu machen und du trotzdem noch dein Geschäftsführergehalt ein gutes hast und so weiter. Also sagen wir mal, dein Geschäftsführergehalt ist, bleibt gleich wie als Freelancer, ja, und du hast dann trotzdem noch gewisse Puffer hier drin, wo du immer noch Gewinn auch machst, obwohl du letztendlich ja so auf Gewinn gar nicht aus bist, musst du dann wieder viel Steuern zahlen und so weiter, sondern du willst ja letztendlich reinvestieren, mehr oder weniger alles, ja, um möglichst schnell diese kritischen Hürden zu übergehen, die du eben nun mal hast, bis zu einer Grenze, Umsatzgrenze als Softwarebude, 10, 20 Millionen, ja, dass du sozusagen dann auch Risiko, nicht mehr so risikobehaftet bist als Firma, als Softwarebude insgesamt. Ja, also wenn du mal dann sag mal 20, 25, 30 Mitarbeiter hast und bist dann auf 10, 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr, dann kann auch mal eine Kleinigkeit schief gehen und du bist nicht sofort wieder auf Null oder pleite oder irgendwas. Ja? Also du willst natürlich möglichst schnell diese Hürde überwinden, ja, achtstellig werden und ein gewisses Substanz an Softwareentwicklern in deinen Teams haben, 20, 25, 30 vielleicht. Da geht es so, wird es langsam interessant, weil du dann natürlich auch sagen kannst, okay, ich kann gewisse Schwankungen abfedern, ja, ich kann auch mal abfedern, wenn mal eine Zahlung ein bisschen später eintrifft und so weiter und so weiter. Denn diese Kalkulation, desto mehr du dann hast, ja, potenziert sich dann natürlich, ja. Okay, ich hoffe, ihr konntet soweit mal eine ganz klare, klipp und klare Kalkulation geben, wie es wirklich aussehen kann. Das ist ein Beispiel aus der Praxis, so wurde schon dutzende Male gemacht, auch in der Praxis. Also aus meinem Netzwerk heraus kenne ich Leute, die quasi sich selbstständig gemacht haben, dann das Ganze hochgezogen haben von wenigen 1, 2, 3 Jahren maximal. Ja, auch völlig ungeachtet irgendwelcher Krisen und so weiter. Ja, und das kannst du nämlich auch. Und wo ich dir dabei helfen kann, ist ganz, ganz, ganz einfach. Also ich kann dir hier helfen, natürlich dich an die Hand nehmen, hier Vertrieb und Marketing, die richtigen Leute, die richtigen Firmen finden, wo du natürlich auch, sagen wir mal, auf einen Schlag solche Volumina unterbringen kannst, also ganz, ganz locker sogar. Ne? Es gibt natürlich auch nochmal ganz andere Sachen. Also es gibt auch Sachen, wenn du die richtigen Firmen, die richtigen Kontakte, die auf einen Schlag 10 Leute brauchen, dann hast du auf einen Schlag 3, 4, 5 Millionen. Also ich habe das jetzt nochmal hier so einen guten Mittelwert genommen, der sehr ambitioniert ist, aber auch gleichzeitig sehr realistisch und dich nicht jetzt quasi komplett überfrachtet, ja, mit Stress oder irgendwas oder 16-Stunden-Tagen und so ein Philippans, ja, den will eigentlich keiner, sondern wo du also ganz normal arbeiten kannst, ja, ganz normale 7, 8 Stunden-Tage und überhaupt ohne Problem auf Millionenbeträge im Umsatz skalieren kannst. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man sich es vielleicht am Anfang vorstellt, wenn man die richtigen Leute hat, die richtigen Partner mit den richtigen Zugängen, das richtige Mindset auch und letztendlich reinvestiert ist ganz wichtig, bis man möglichst schnell eine gewisse Größenordnung eben hat. Und das ist in keinem anderen Business so wichtig wie bei Softentwicklerbuden. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Berater nur bin, ja, in Anführungsstrichen, ja, mache irgendwie Coaching oder irgendwas, ja, und habe dann irgendwie vielleicht so einen Live-Call oder was weiß ich und multipliziere mich über so Live-Calls oder Trainings oder Online-Kurse oder. Also ich programmiere nichts, sondern ich verdiene nur Geld mit Reden. Ja, dann habe ich vielleicht diesen starken Schwankungen ausgesetzt, dass ich mir nicht quasi Ressourcen verkaufe, indem ich halt Menschen, Entwickler verkaufe. Ja?
Und deswegen ist es hier umso wichtiger, dass man möglichst schnell in diese 10, 20, 30 Millionen eben hochgeht. Okay, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und dann gib dem Video einen Daumen hoch, lass mir einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein heißt wieder Happy Hunting und hol einen Termin bei mir, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, Hilfestellung, noch ein paar Tipps und vielleicht sehen wir uns auf der anderen Seite, vielleicht arbeiten wir zusammen. Bis dann, tschüss.